Das israelische Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie unerbittlich derzeit in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens gekämpft wird. Truppen der 98. Division hätten dort in den vergangenen Tagen einen Hamas-Außenposten gestürmt und gezielte Angriffe auf Einrichtungen im Herzen der Stadt durchgeführt, gab ein Militärsprecher bekannt. Die Aufnahmen zeigen, wie sich die israelischen Streitkräfte Häuserblocks nähern und sich dann in den Wohnhäusern Raum für Raum vorarbeiten. Immer wieder fallen Schüsse. Khan Yunis ist die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen. Laut Premierminister Benjamin Netanyahu hat das israelische Militär dort auch das Haus von Yahya Sinwar eingekreist, dem Anführer der Hamas-Terroristen in Gaza. Seit dem Ende der Feuerpause vor rund einer Woche hat Israel seine Bodenoffensive im Gazastreifen erneut verstärkt. Diese Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung, die durch den Krieg verursacht wird. Zusätzlich zur Offensive am Boden werden Luftschläge durchgeführt. Diese Aufnahmen zeigen laut israelischen Angaben einen Drohnenangriff auf Hamas-Terroristen, die gerade einen Tunnel unter einem eingestürzten Gebäude verlassen. Einer soll einen Raketenwerfer getragen haben. Der Krieg im Gazastreifen begann nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet wurden.